So, und weiter geht's mit Let's Play Mega Man X3. Letzte Woche haben wir uns leider nicht verabschiedet, da ich leider kurz schnell cutten musste. Und ja, Dexy ist auch hier. Ha. Gut. Ja, gut, ich bin jetzt gleich Game Over. Was jetzt? Ich hab mich gerade schon darauf vorbereitet, dass dich die gleich erledigt, weil du direkt drin gestanden bist, aber... Ja, ist ja nicht so schlimm. Dann mache ich die Stage nochmal. Ja, allzu oft muss jetzt auch nicht sein. Da hast du schon recht eigentlich, ja. Aber es ist eh mein letztes Leben. Ich rechne mir mit meinem letzten Leben keine Chancen beim Boss aus. Mit der Energie. Da ich nicht weiß, wie der Boss kämpft. Aber ich gebe mein Bestes. Autsch. Okay. Oh, das klappt ja ganz gut. Einigermaßen. Oh. Oh, fuck! Okay. Gehe ich richtig in der Annahme, dass er bei dieser Attacke unbesiegbar ist? Ach was, muss ich gar nicht fragen. Ich, das sieht man schon. Hast ja schon gesagt bei Dingens, dass das vergleichbar ist mit dem Stern wie bei Mario, ne? Ich weiß nicht, bei welchem Boss das war. Das war bei Gravity Beetle. Genau, ja. Dann wird das hier dasselbe Prinzip sein. Es sind schon drei Bosse, die als Attacke gegen die Wand hauen. Ja, das stimmt. Es ist auch gut, dass ich immer meinen einfach mit in der Wand hin und her springen und dann über den Boss drüber springen und dann die andere Wand nehmen. Ist gut, wenn diese Taktik funktioniert. Das ist so eine Standardtaktik, wo man auch versuchen kann, ein bisschen den Boss zu analysieren, was der so macht. Ja, ich bin halt nicht so berauschend damit, ich weiß, aber ich denke mir halt, Improvisation wird das schon irgendwie passen. Ich denke mal, dass Hunter Rhino so generell nicht ewig dauern dürfte. Sah jetzt auch nicht so schwer aus. Ich wusste jetzt halt nur nicht das mit dem... Ja. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen Scheiße darüber gezogen, muss ich sagen. Ich war auch nicht mehr so ganz bei der Sache, da ich mich nicht mehr... Ich habe mir keine Chancen mehr gut ausgerechnet. Ja, das ist halt eben die Gefahr, dass wenn man dann von vornherein sich denkt, ne, wird wahrscheinlich nicht... Speziell bei Mega Man, dann Hoppala. Tatsächlich eher nichts. So, danke, das soll. Okay, gut. Okay, dann stirb einmal. Was ist denn das Problem? So schwer ist das doch gar nicht. Ich stelle mich aber auch gerade an. Naja. So, muss ich sagen, ganz interessant bei so einem Spiel nochmal jemanden zu sehen, der es überhaupt nicht kennt. Ist aber ganz interessant. Ja. Da kann man mal jemanden richtig sehen, wie er verkackt, ne? Nee, nicht deswegen. Daraus ziehe ich nicht unbedingt mein Vergnügen. Außer die Person ist ein totaler Angeber. Dann freue ich mich natürlich über jede einzelne Sache, die schief geht. Bin ich nicht ein totaler Angeber? Nein, nicht wirklich. Wenn du mal so künstlich angibst, denunzierst du dich meistens selber. Nein, und dann ist wieder in Ordnung. Achso, okay. Ja. Ja, ich kenne ein paar Leute, die ein bisschen angeben, aber gut. Ich weiß nicht, ich bin auch eher so ein meistens selbstkritischer Mensch. Da ich mir dann denke, Mann, habe ich wieder Scheiße gebaut. Manchmal ist das schon zu übertrieben vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen, als weil ich ja selber bin, deswegen. Aber gut. Sorry, ich bin wie ich bin. So, jetzt warten wir mal den ab. Ja, da war jetzt aber auch eine Entschuldigung fällig, ne? Ja. Gut, von mir aus. Puh. Ach so. Hier war Byte drin. Oder nee. Oder doch. Oder nee. Ach, keine Ahnung. War doch, den... der war hier drin. Ach, der war in dem Level. Okay. Siehst du, schon wieder vergessen. Ja. Ihr mich auch. Danke sehr. Oh, Energie, schadet nie. Nehmen wir mit.
Gut. Voilà. Aber ich glaube, es ging eh oben lang. Ja, ich wusste, dass bei dir so, dass du diese Beschleunigung nach oben so oft machst. Nicht absichtlich. Das sehe ich schon, aber... Mein Stick verrutscht manchmal so ein bisschen. Und dann wird das als Attacke nach oben angenommen. Ja gut, du nutzt generell ja die Beschleunigung, das Sprinten, ein bisschen anders als ich. Du nutzt ja den Knopf dazu und nicht das zweimal in dieselbe Richtung drücken. Ja, damit könnte ich gar nicht mit zweimal in dieselbe Richtung drücken. Ja, das ist aber die Art und Weise, wie ich es schon immer gemacht habe. Ich kann das mit dem Knopf nicht richtig. Ach so, ja gut, eben das Seine, ne? Ich habe immer darf ich noch sagen? Es sei dir erlaubt. Danke sehr. Ich hatte schon das Problem bei, war das RKS Goldschwert oder Weißsilber, wo man ja auch diesen Dash hatte, dass man da den Dash auch zweimal in der Richtung macht. Und dann frage ich mich immer, warum ist die jetzt in den Abgrund gedasht? Und ich kannte das ja erst gar nicht, dass man, wenn man zweimal die Dash-Taste drückt, dann, ne, man auch den Dash macht. Das ist die Richtungstaste. Ja, genau, ich bin schon total fertig. Und deswegen, ja, war ich dann anfangs total verwundert, dass ich dann irgendwann mal gecheckt habe, okay, wenn man zweimal die Richtungstaste drückt, kann man versehentlich einen Dash machen. Und ja, das ist natürlich mir bis heute immer so ein bisschen zum Verhängnis, auch wenn sich es mittlerweile ein bisschen gebessert hat. Du kannst damit ziemlich gut umgehen, du bist da gut drauf gefasst. Ja, aber dafür wusste ich halt zum Beispiel ewig lang nichts von diesem weiten Wandsprung. Den kannte ich gar nicht. Oh. Beziehungsweise, okay. Ich habe ihn früher immer versucht, mit zweimal dieselbe Richtung drücken zu aktivieren, was dann nur selten funktioniert hat. Dann sag ich mal ganz ehrlich, dann Respekt, dass du überhaupt so gut, klarkommst. Ich habe solche Bosse wie Tunnel Rhino oder Blizzard Blizzard Buffalo habe ich früher immer ohne diesen Sprung gemacht. Ja. Man kommt ganz knapp drüber. Respekt. Weiß nicht, ob man dafür Respekt sagen soll, wenn ich nicht dazu in der Lage war, eine Spielmechanik herauszufinden. Du warst dazu aber in der Lage, unter erschwerten Bedingungen klarzukommen. Ja, weil ich es nicht anders kannte. Ja, Respekt dafür. Ich glaube, das war sogar als ich meine ersten drei Let's Plays damals gemacht habe, wusste ich das immer noch nicht. Oh, okay. Ich habe das erst zu Mega Man X1 gelernt. Beziehungsweise da während dem Let's Play habe ich versucht, es zu machen und dann irgendwann ist mir aufgefallen, ach, man kann ja einfach den Knopf drücken. Boah, so hat man wieder was dazugelernt. Aber gut, immerhin. Jetzt weißt du es ja. Okay, ich mach kurz einen Schnitt. Und ab geht's. Ja. Jetzt hat kein Maverick mehr von dem Xi eine Chance, weil der Xi jetzt jeden Trick kennt und der weiß, wie man da einfacher drüber springen kann. Naja, Bolt Catfish macht mir schon immer noch Probleme. Ohne Waffe. Super. Mir auch. Hat man ja gesehen. Nachvollziehbarerweise. Autsch. Ja, das ist genau das, was Tunnel Rhino gerne macht. Arschloch sein. Ja, einfach den Spieler verarschen. Ach, ich bin doch aus dem Konzept gekommen. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen, weil ich ganz vergessen habe. Oh, je. Manchmal sollte ich mich einfach in Grund und Boden schämen. Nö. Aber ist bei Tunnel Rhino oder Tunnel Rhino nicht gerade schwer, sich in Grund und Boden zu schämen? Falls du verstehst. Ja, ich hab den Witz schon mitgekriegt. Ja, dash auch nicht vernünftig! Mega Man oder X, du Arschgeburt! Bitte dashe richtig! So, machen wir einfach das Prinzip. Ganz dummes Prinzip. So. Ja! Markiere ich das. Der gar nicht mit sich spaßen. Das sieht Tunnel Rhino gar nicht ein, wenn du sowas versuchst. Ich mach das weiter! Was will der machen, außer mich töten? Jetzt beweg dich, du Arschloch! X, du verdammter! Genau das macht er, wenn du. Meinst du, lässt dich nicht verarschen?
Nein! Ja, aber die Übung ist schon relativ gut drin. Ich denke mal, viele Versuche braucht es nicht mehr. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht sind es schon zu viele. Dies jetzt überspringe ich das so. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, du musst halt den richtigen Moment abpassen, weil wenn er dich so verarschen will, wenn du so abbremst, hast du ja gesehen, wenn du dann direkt abspringst, dann erwischt er dich. Ja. Du darfst halt erst in dem Moment, ich darf ja eh keine Tipps geben. Entschuldigung. Wenn er losfährt. Ich hab das ja eh schon verstanden, du hast mir keinen Tipp gegeben. Jeweils keinen, den ich nicht selber kannte. Also analysiert habe ich ihn ja schon. Ich muss nur noch die vernünftige Umsetzung kriegen. Das ist irgendwie meistens so bei Bossen. Das ist die Umsetzung. Ja, Umleitung. Die Umsetzung nicht passt. Ja. Oh ja, spannende Stage. Noch nie gesehen. Noch nie. Ganz neu, yay. Ja, die Fontana Rhino kann durchaus aufregen, weil die einfach dauert. Ich hab auch so Spaß bei der Stage gerade. Ja, mach mal da runter, komm. Ja, hast du Spaß? Ja, sehr, weil es sehr abwechslungsreich ist und ich das noch nie gemacht habe hier. Ja schon, ne? Ist alles komplett unbekannt. Definitiv. Schau mal, da läuft Flüssigkeit im Hintergrund. Yeah! Da hat jemand ins Wasser gepisst. Wieso gepisst? Das ist so ein Gelblich. Noch nicht. Warte ab, wenn ich gleich aufs Klo muss. Okay, X, diesmal bedanke ich mich dafür. Jetzt wäre ich getroffen worden. Kriegst du die Menge an Flüssigkeit auch nicht gefärbt? Naja, wenn ich richtig Harndrang habe? Nee. Ich glaube, du weißt nicht, wie es ist, wenn du richtig Harndrang hast. Dann ist man sehr lange auf dem stillen Örtchen beschäftigt. Ja, aber du kannst keinen Fluss ersetzen. Ich hasse das. Ja, wir machen nur noch den normalen. Wir machen das hier nicht mehr mit dem Luftisch. Du bist ein Arschloch. Und ich bin unfähig. Erst recht heute. Ja, lass es sein, Simon. Lass es bitte sein. Konzentrier dich mal darauf, die Scheiße sein zu lassen. Wie gesagt, ich würde dir wirklich empfehlen, dass du dir das anlernst, dass du den Sprint mit zweimal in dieselbe Richtung aktivierst. Weil dann passiert dir dieser Sprint in der Luft nicht. Ich mach einfach diesen hier, also den hier. Da passiert das nicht so schnell. Das kannst du natürlich auch machen. Ja, Zwischenboss, oh ja, episch. Ich hoffe, ich klinge gerade motiviert. Will ich doch hoffen. Oh, jetzt macht das. Okay. Jetzt macht er wahrscheinlich, weil ich ihn zu oft erreicht habe. Weil er sich denkt, jetzt bist du schon wieder hier, du Idiot. Naja, du warst zu lange an der Wand oben. Achso. Dann dachte sich, ja komm, also wenn du dich ja, die ganze Zeit an die Wand verziehen willst, ich kann nur anders. Muss ich aber sagen, ist so eine Sache, die mag ich an manchen Mega Man X3 Bossen, dass die sich dann einfach nicht verarschen lassen wollen. Dass die da tatsächlich drauf reagieren, wenn du es übertreibst. Tja, das ist eigentlich eine gute Sache, ja. Kann ich mich nicht beschweren. So, machen wir mal hier fertig hier. Das ist doch echt hier. Vor allem diese dumme Tunnelspacken ist nicht gerade schwer. Danke für das Leben. Es dauert halt. Es ist sehr repetitiv, leider. So, hier kommt es runter. So, danke sehr. Oh. Spaß, it's very funny. Bei den Viechern war ich, habe ich auch lange Zeit nicht geglaubt, dass die so gefährlich sein können. Wenn die ihren Angriff voll aufladen, werde ich erwischt. Yep. Dann passiert ich sowas. Krieg einfach nur noch hier. Boah. Ich könnte sagen, ich könnte kotzen. Ja.
Mehr sag ich jetzt dazu nicht. Alter. Schönes Wetter heute. Sehr schön. Es geht tatsächlich. Sonne brennt nicht so runter. Na, bei mir regnet es total. Wir könnten gerne tauschen. Ich mag keinen Regen. Ich mir immer noch lieber. Immer wieder vergessen den da. Naja, jedem das seine. Ja, du magst keinen Sonnenschein, ich weiß. Ja, ich sag's mal so, ich hab grundsätzlich nichts dagegen, wenn die Sonne scheint. Ich mag's nur nicht, wenn's so elendig heiß ist. Oh. So, danke sehr. War das schon zu lange? Von mir aus, dann ist es zu lange. Danke sehr. Ja, treff mich. Du kannst den Wagen nicht mal ausweichen, wenn du sagst, du gehst halt zwischen die beiden Arme von ihm, weil der Wagen dich ja von der Wand runterhaut. Ja. Das heißt nicht mal, du kannst nicht mal an der Wand ausweichen, sondern musst wirklich auf diesen Wagen drauf. Ich krieg gar nichts mehr hin. Meine Kräfte sind wirklich hin und ja, genau wie der Zwischenboss. Oh, super. Das ist wirklich meine Fresse. Komm schon, lass uns doch einfach den Boss fertig machen. Viel immer ist noch nicht das letzte. Ah, gut, dann ist hier der Part zu Ende. Ja, super. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Bis dann.